Große Brüste gelten als schön und sexy. Doch für die Besitzer großer Körbchen sind sie eben auch ganz schön schwer. Die Unterwäschemarke Primadonna hat sich auf Übergrößen spezialisiert. Doch um auch den männlichen Kollegen näher zu bringen, was es heißt, einen großen Busen zu tragen, griff das Unternehmen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Für einen Tag trugen alle männlichen Mitarbeiter einen künstlichen Busen. Gewichte von 1,5 Kilo vor die Brust geschnallt sollten den Männern zeigen, welche Schwierigkeiten ein großer Busen bereiten kann. Die witzige Aktion ist natürlich auch ein Marketing-Gag. Aber die Idee dahinter ist in jedem Fall große Klasse. Ja, so ist es.